Weizen in seiner Urform wird hier wieder angebaut. Dabei ist die Sorte des Laufener Landweizens lange in Vergessenheit geraten. Die ist vor 40, 50 Jahren aus dem Gebiet, aus dem Roberti-Winkel verschwunden und nicht mehr angebaut worden. Und vor 20 Jahren hat ein Herr Marschalek aus einer Genbank in Deutschland oben 40 Körner gekriegt und der hat das im Garten vermehrt und dann wieder an Bauern weitergeben. Und aus diesen 40 Körnern wurde ein Projekt. In St. Georgen bei Heidi und Manfred Eisel wird der Laufener Landweizen wieder angebaut. Mit einer Wuchshöhe von bis zu 2 Metern ist der Weizen nicht nur optisch etwas Besonderes. Er zeichnet sich durch viele positive Eigenschaften aus. Also im Biolandbau ist es auch ganz wichtig, dass man ein Stroh hat bei den Getreidesorten. Und darum sind wir recht froh, dass der Laufener Landweizen so hoch ist, weil wir die Stroh auch brauchen als Einstreu für unsere Rinder und Schweine. Es ist wie eine Kräuterauflage, wenn sie es einlegen, das schmeckt gut und taugt einer sicher. Da sind einzelne Sachen drinnen, die sie auch außerglauben und fressen können. Also das ist eine Rundumgeschichte. Und darum ist wichtig, auch für den Biolandbau, dass es so hoch ist und auch, dass die Beikräuter, die dabei sind, eben im Stroh untergängen, dass das Getreide die Hauptfrucht ist und nicht die Beikräuter. Wenn das Wetter an heißen Augusttagen zum Baden einlädt, werden die Bauern aktiv. Dann wird nämlich der Weizen geerntet. Und dafür ist es am besten heiß und trocken. Aber gerade im Salzburger Raum ist das für die Bauern oft ein Problem. Besser als aktuelle Weizensorten ist der Laufener Landweizen von Natur aus auf das niederschlagsreichere Klima in Salzburg angepasst. Das garantiert eine bessere Qualität. Und darüber freuen sich der Bäcker und der Müller. Die Qualität ist natürlich entscheidend zum Backerfolg. Es ist grundsätzlich so, dass im Raum Oberösterreich, Niederösterreich gute Qualitäten sind. Und im salzburgerischen Raum hat man natürlich diesen Nachteil, dass dieser Salzburger Schnürdellegen natürlich immer einen Strich durch die Rechnung macht. Also man muss das ja aufpassen, dass man diese Getreide dann gut erntet und dass es ja auch noch eine richtige Backqualität dann hat. Auf 3 Stockwerken verbunden mit einem undurchschaubaren Rohrsystem wird das Korn in der Mühle bearbeitet. Zuerst wird der Weizen von Steinen, Stroh oder Unkraut getrennt und auf schonende Weise und unter strenger Kontrolle von Schädlingen befreit. In der biologischen Verarbeitung geschieht das mit Hitze. Danach läuft das Getreide ganze 17 Mal durch die Mühle, bis es den gewünschten Zustand erreicht hat. Das 400 Jahre alte Weizenkorn wird in der über 500 Jahre alten Lerchenmühle in Golling heuer zum ersten Mal verarbeitet. Und der Müller zeigt sich mit der Qualität sehr zufrieden. Auch erste Backversuche wurden schon gestartet. Wir haben da natürlich Versuche schon gemacht mit den Laufener Landweizen. Das Brot ist sehr mild, sehr angenehm, sehr leicht, verdaulich. Es wird hoffentlich mehr angebaut, die Mengen sind sehr klein. Aber wir können einmal die wichtigsten Bäcker mal ein bisschen versorgen mit den Laufener Landweizen. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob der Konsument das auch annimmt. Aktuell erfährt der Landweizen einen deutlichen Aufschwung. Immer mehr Landwirte, Verarbeiter und Konsumenten interessieren sich für ihn. So wie alte Apfelsorten für Allergiker besser verträglich sind, so verspricht man sich diese Wirkung auch vom Urgetreide wie dem Laufener Landweizen. Und durch eine gute Zusammenarbeit von Biobauern, Müllern und Bäckern kann der Laufener Landweizen optimal für die Region genutzt werden.